Guten Abend, liebe Zuschauer, zu unserer 20. Sendung Verstehen Sie Spaß. 20 Folgen, das bedeutet 100 Filme mit 1000 Personen, die wir mit der versteckten Kamera beobachtet haben. Und nun also zu unserem 101. Film, zu 5 Sekretärinnen, die mit ihrer Schreibmaschine was ganz Merkwürdiges erlebt haben. Das ist unser erster Streich. Ich sage Ihnen schon bei der letzten Sendung, die Idee der versteckten Kamera ist eigentlich schon so alt wie das Fernsehen selbst. Die Idee kommt aus Amerika und dann kam sie nach Europa, so Anfangs der 60er Jahre, vor 20 Jahren auch nach Österreich. Und wir schauen uns nun einen Film der Österreicher an. Ja, eine recht absurde Situation ist das. Stellen Sie sich vor, meine Herren, Sie bekommen einfach so mir nichts, dir nichts, eine Dame förmlich auf die Arme gelegt. Und dieser jemand, der Ihnen die Dame überreicht, lässt sich nie mehr blicken. Ich würde sagen, ein sehr angenehmer Albtraum. Entschuldigen, der Herr, würden Sie mir etwas behilflich sein? Ich wollte den Wagen gut drüber am Parkplatz. Wenn Sie so stehen bleiben, ein bisschen. Bin gleich wieder da. Bitte. Ja. What's wrong? Nothing? Don't you speak English? Oh, sorry. Gott, da muss was passiert sein. Ich weiß noch, da muss irgendwas passiert sein. Entschuldigen Sie, würden Sie mir helfen? Ein bisschen, wissen Sie, das ist eine Bekannte von meiner Frau und wohin? Japanerin. Nein, ich hab nicht, weil ich hol das Auto. Ja, ich bin da, ich kann es noch nicht erpacken. Ja, lassen Sie es. Ich habe aber es gut gemacht. Jetzt kann ich nicht mehr. Ein bisschen bin ich gleich wieder da, gell? Ja. Einen Augenblick nur. Bitte. Sie nicht in Unterstellen. Nein, nein, ich stehe nicht unter. Da muss ich nicht mehr sein. Ja, Karina, ich weiß gar nicht. Verstehe nichts. Da muss ich nicht mehr sein. Muss ich ja gar nicht mehr so. Muss ich ja gar nicht mehr sein. Nichts verstehen. Ah, komm, dann. Ah,
お客さんですか。お客さんですか。可愛いですね。とても可愛いです。ご迷惑をおかけします。そう。わからない。本当に申し訳ないと思いますけど。 Das war also damals, vor 20 Jahren, einer der beliebtesten Filme in Österreich. Also damals, als die versteckte Kamera hier auf europäischem Boden Fuß fasste. Ich rede immer von versteckter Kamera. Meine Damen und Herren, jetzt möchte ich auch mal von Ihnen ein Bild machen, aber mit offener Kamera. Ja, wenn Sie bitte mal lächeln würden. Recht freundlich. Ja, lächeln meine ich. Ja. Also am besten Sie sagen Cheese, alle miteinander, auf drei. Eins, zwei, drei. Cheese. Danke. So, jetzt hoffe ich, ist auch was geworden draus. So. Denn wir wollen ja wissen, ob jetzt wirklich was auf dem Film zu sehen ist. Was? Sie lachen? Also ich meine, das mache ich immer so. Das habe ich auch gemacht vor einem Monat, als ich in einem Fotogeschäft in Stuttgart angestellt war. Was haben Sie aufgenommen? Stadtaufnahmen. Wo, von welcher Stadt? In Venedig. Halt. Ah, in Venedig. Im Hochgebirge. Ja, ja. Und das ist gut. Ja, das muss ich sehen. Aha. Ich habe heute. Das werde ich ja erst nachher merken, dass der Film wäre. Ich habe heute meinen ersten Tag hier, wissen Sie. Also, ja, 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 ja. Und jetzt ist das belichtet, richtig belichtet. Ja, ich habe gemessen. Normalerweise fotografiere ich ganz ordentlich. Ja, aber es hat ja nichts drauf. Wieso ziehen ihn auseinander? Es hat, ja, ich wollte gucken, ob was drauf ist. Hat er nichts drauf? Das kann ja nicht sein. Ist da nichts drauf? Das kann ja nicht sein. Kommando, sorry. Es tut mir leid. Ja, mir auch. Es hat keine Bilder drauf. Das war jetzt nicht richtig. Ne? Das muss ich erst entwickeln. Ach so. Was mache ich jetzt hier? Ich roll das wieder zusammen. Ich habe gedacht, es hätte Bilder drauf. Es hätte hier Bilder drauf. Sie haben ja Humor. Ja, aber ich mache das zum ersten Mal jetzt. Ich mache das lernen. So vorschnell ist man ja auch nicht. Gell? Aber ich wollte gucken, was drauf ist. Ja. Erst aber denken, dann schauen. Jetzt habe ich zuerst geschaut. Das ist falsch. Ah, das ist falsch. Ja. Note 6 minus. Kann ich Ihnen andere Bilder anbieten? Meine. Scheiße, das ist jetzt ein Witz, oder? Nee, ich war früher Bademeister und konnte jetzt hier mal eine Lehre machen. Jetzt habe ich etwas so schnell gehandelt. Ja. Was machen wir jetzt? Ja, aber den Rest wenigstens entwickeln. Sie haben es ja nicht ganz rausgezogen, oder? Mhm. Jetzt lassen Sie mich. Ich habe es ja eingerollt. Ich habe es ja eingerollt. Das war ja, probieren wir es halt. Das war ja nur so viel. Sie haben alles das belichtet dafür müssen. Alles drauf. Hey, also jetzt reicht's. Das können Sie ja nicht einfach rausziehen. Ach so, das hat. Das finde ich ja ein Witz. Hat sie hier Bilder? Halt nicht raus, das ist kaputt. Was? Jetzt ist der Film kaputt. Ja. Halt. Ha? Halt, jetzt haben sie den Film kaputt gemacht. Ja, weshalb denn? Ich muss doch gucken, ob was. Ja, ich muss doch gucken, ob was. Halt. Aber hier hat sie nichts drauf. Nichts drauf. Keinen Meter. Wieso? Kein Bild sehe ich. Kein einziges Licht. Wieso? Hat es hier, ist das belichtet, hat es hier, ist das Film drauf, kann man so mal schauen? Entwicklung. Ah, oh. Ja.
darf Ihnen versichern, also die Kunden sind nicht zu Schaden gekommen. Ich habe natürlich vorher die Filme heimlich vertauscht und hatte dann eine Attrappe in der Hand. Also die Kunden, die bekamen nachher ihre schönsten Ferienbilder selbstverständlich entwickelt zurück. Und nun zu diesem Tier, genau gesagt zu diesem Käfig. Hier drin ist ein Kakadu, ein Papagei. Einige Schlaumeier haben in den Boden, ja, der hat, ja, traust mir nicht ganz, gell? Der hat in den Boden eines solchen Käfigs, haben die einen Lautsprecher montiert. Und als ein Kunde in die Zoohandlung kam, da hat der Papagei dann plötzlich zu plaudern begonnen. Aber wir wissen es, es war nicht der Papagei selbst, sondern es war ein versteckter Mensch via Lautsprecher. Ja, adios, adios, adios. Er weiß, dass ich weggehen will. Der Mantel sagt's ihm. Adios, er spricht ein fast akzentfreies Spanisch. Adios. Was hat er Ihnen gesagt? Mit mir hat er nämlich heute noch kein Wort gewechselt. Na, er sagt, er sei erkältet. Frio, mucho frio. Hast du das tatsächlich gesagt? Mucho frio. Ja, mucho frio. Mucho frio. Mucho frio, meint er. Ja, aber also, ich meine, was heißt eine, das? Schwere Erkältung. Schwere Erkältung? Sie, sehen Sie doch nur mal, wie er bibbert. Er hat wahrscheinlich sogar Fieber. Tu tienes mucho frio, eh? Mucho frio. Mucho frio. Was sollen wir denn tun? Mucho frio. Fragen Sie ihn doch mal nach einer guten Medizin. Pobrecito. Que sea bueno para darte a ti. Está mucho malado. No me digas, Machado? ¿Qué? ¿Sí? Sí. Was hat gesagt? Das Wort kenne ich nicht, Machado. Es muchacha. ¿Muchacha? Es muchacha. No, hombre, no es posible. Sí. Was sagt ¿Qué? Es muchacha. Ich kann ihn nicht verstehen. Ja, er sagt muchacha. Immer wieder, girls, girls, girls. Also auf Spanisch natürlich sagt er, muchacha, muchacha. Wenn Mädchen? Sí, sí. Sí, girls, sí. Ich denke, er ist schwer erkältet. Ja, er hat gesagt, mucho frío. Señor, sí? ¿Qué pasa? You are a nice man. Oh, muchas gracias. Das ist Englisch. Ein netter Mann. Das ist das Einzige, was er auf Englisch kann. Momentchen. Eddie. Tu parles français aussi? Que? Tu hablas français? Si, si. En français? Oui, si. Oui. Oh, oui. 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 Tu sais, la mademoiselle. La mademoiselle. Oui. Señorita? Señorita. Muchacha? Muchacha. Muchacha, qué buena, frío. Muy frío, si. Tu tienes mucho frío en la. Si. Sehen Sie, wie er zittert. Hallo, mademoiselle. Qué pasa? La mademoiselle. La mademoiselle. La mademoiselle. La mademoiselle. Er spricht auch Französisch. La mademoiselle. Oui, oui, mademoiselle. Oui, oui, mademoiselle. Oh, la, la. Dieser Papagei hier ist ungewöhnlich intelligent. Ja, er ist begabt. Ungemein gebildet. Finden Sie wirklich? Ich bin gebildet. Er spricht drei Sprachen, das ist eine Menge. Du bist ein netter Mann. Si, seguro, el lo sabe. Seine Menschenkenntnis ist frappierend. Señor. Qué pasa, eh? Nimmst du mich mit nach Haus? Tu tienes frío, nicht wahr? Nimmst du mich mit nach Haus? Sí. Ich mag dich. Ich dich auch. Du magst mich wirklich? Sí. Ich geb dir ein Küsschen. Musst du das alles auf Englisch sagen? Ah, que besato que ofrirlo. Sie sollen ihn mit nach Haus nehmen? Sí, sí. Muy bueno. Muy bueno. Er scheint jedes Wort zu verstehen. Sí, muy bueno. Oh, mio Pepe Maria, que tortas listo, sabes? Was ist mit ihm? Ist er verrückt? Muy bueno. Muy er spricht, bueno. Er antwortet. Ich mag dich. Sí. Ich dachte, er mag nur Mädchen. Er mag mich eben auch, das ist doch wurscht. Und nun, meine Damen und Herren, etwas in eigener Sache. Ich meine, ich verstehe, wenn man mit mir einen Streich spielt und ich verstehe auch den Spaß, wenn man mir beispielsweise Salz statt Zucker in den Kaffee schüttet und wenn man mich in der Drehtür einklemmt und wenn ich mich nach einem Geldbeutel bücke, dass der dann mittels einer Schnur weggezogen wird, das verstehe ich alles. Aber, dass man mir auf der Straße mit einem Besen nachrennt, das ist doch des Guten zu viel. Ich glaube, die Leute haben nämlich all jene den Film gesehen, den wir Ihnen jetzt zeigen werden. I ought to return that compliment, didn't I? Can you tell where Pembroke Gardens is? Just down there.
down here. Elmer, that's right. Pardon? I say, I beg your pardon. I'm allowed to walk in the street. I understand. Beg your pardon. Please. I say, fancy doing a thing. I'm allowed to walk in the street. Yes. Why did you hit me with that? Pardon? Why did you hit me with that? No. Yes, no. You did. Watch yourself. A fly. Pardon? A fly. You're not Scots, are you? Pardon? You're not Scots, are you? Ach, no. Dieses Fahrrad, meine Damen und Herren, mit dieser langen Stange vorne dran, das ist das Hauptrequisit unseres letzten Films für heute. Unser Mitarbeiter René Besson hat behauptet, er sei mit diesem Fahrrad unterwegs von Wien nach Basel. Aber nicht etwa aus eigener Kraft, nein, er stelle den Weltrekord im Fahrradschlepp auf. Mit anderen Worten, er hätte sich also mit dieser Stange den Autos angehängt und das auf den Autobahnen. Und jetzt stehe er vor dem letzten Teilstück, nämlich vor dem Teilstück Stuttgart-Basel. Und jetzt suche er auf diesem Autobahnrastplatz einen weiteren Autofahrer, der ihn abschleppen würde. Ob er einen gefunden hat, das sagt uns jetzt Röner Besson. Mein Weltrekord im Fahrradschlepp von Wien nach Basel. Ja, viel Spaß. Weltrekord, ja. Ja. Ich bin jetzt bis Stuttgart gekommen, jetzt muss ich heute nach Basel. Um 4 muss ich in Basel sein. Heute noch? Ja, heute noch. Aber ja. Wo? Ja? Wir haben da. Das ist kein Problem, nicht? Wir haben da ein Fahrradschlepp, nicht? Ich habe hier, sehen Sie, habe ich das. Hier ist die Strecke, nicht? Wien, St. Pölten, dann St. Pölten-Linz, ja, Linz, ja. Mondsee, Salzburg, Salzburg-Rosenheim oder München. Und heute bin ich schon von Ulm nach Stuttgart gefahren. Auch mit einem Peugeot. Ja, auch ein Peugeot. Das ist ein reiner Zufall, war wunderbar. Ging wunderbar von Ulm nach Stuttgart. Ja. Und jetzt muss ich eben nach, also entweder Karlsruhe oder dass ich heute um 4 in Basel bin. Nicht? Das ist das Patent, was ich, das hängt man so ins Auto ein, nicht? Wenn Sie so. Und ich hänge das ans Fahrrad, nicht? Auf der Autobahn. Auf der Autobahn, ja. Kann nichts passieren. Kann nichts passieren. Wir sind da wieder 40. Nein, Sie können fahren bis 120. Oh, ja, ich, nein, Sie. Was? Ich bin ja hier eingehängt. Und wenn ich bremsen muss, dann rutscht doch da raus. Nein, das kann nicht. Ach, warten Sie mal. Sie hängen da drin jetzt so. Ja, so hänge ich ja. Ja. Oh, also jetzt bremse ich. Dann geht doch das dahinter. Nein, das bleibt durch die Wucht. Nicht wahr? Je schneller Sie fahren, desto weniger Sie gefahren. Aber trotzdem tue ich das nicht. Sie würden mir einen großen Gefallen tun. Ja, nicht? Würde ich, ja. Erstens habe ich Familie, es braucht uns was passieren. Sie sind schon ein Suchen, der Solo fährt. Solo? Der Solo, ja. Aber ich habe ja Familie hier. Also ich mache das. Wenn Sie jetzt Solo wären, hätten Sie mich mitgenommen. Solo, wenn ich allein gewesen wäre, dann hätte ich Sie sofort mitgenommen. Aber hier fahren so viele Solos. Solo fahren. Schade, dass Sie nicht Solo sind, nicht? Ich bin nicht Solo, ich habe Familie. Respekt. Aber also, wenn ich Solo wäre, hätte ich ja, dann schalte ich mich da drauf. Dann wären wir zu zweit, nicht? Dann wären wir zwei verantwortlich, das ist klar. Wir zwei wären dann allein, nicht? Aber Sie können vielleicht später nochmal vorbeikommen, wenn Sie Solo sind. Ich warte hier. Ja,
Wo wollen Sie? Wo denken Sie, wo ich hinfahre? Ach, Sie fahren weit weg. Ich fahre doch bis nach Köln. Ah, das ist und noch weiter. Wenn ich jetzt hier warten würde, dann wären Sie morgen wieder hier, nicht vielleicht, oder? Ah, das ist ein Witz. Ja, aber wenn Sie sagen, wenn Sie Solo wären, ich meine, also die Familie könnte vielleicht hier warten, wir können dann zurückfahren dann. Wenn Sie bis zur Autobahn, bis zum Kreuz, nee, wenn die Familie hier wartet und dann fahren wir... Da kann ich meine Familie nicht zumuten, um Gottes Willen, ich will sehen. Ja, wissen Sie, nur bis zum Kreuz, dann kommen Sie die Familie wieder abholen, wenn wir am Kreuz sind. Ich kann doch nicht wenden hier auf der Autobahn. Und denkst, also nicht wenden, wenn vorne beim Kreuz dann. Ja, und dann? Dann gehen Sie wieder auf die Autobahn wieder rein. Das weiß ich ja auch, aber wie weit ich wieder zurückfahren muss. Hey, tut mir leid, also das kann ich nicht machen. Ist ein Geschäftsauto, ja, und wir dürfen das nicht. Ja. Wir dürfen niemanden mitnehmen, wir dürfen gar nichts. Mir, da habe ich den Sie ein guter Autofahrer, das merke ich sofort. Erfahrener Autofahrer, das wäre jetzt eben. Ich habe vorhin einen Herrn gehabt, den habe ich gesagt, bei Ihnen hänge ich mich nicht an. Ja, da war zu nervös. Das ehrt war mich. Ganz nervös, aber bei Ihnen, der wollte mich mitnehmen. Nicht, habe ich gesagt, bei ja, Ihnen hänge ich mich nicht an, das ehrt aber mich, bei Ihnen will ich es machen. Also das Ihnen habe ich das ehrt mich sehr. Ich bin immer der Jüngste, ich habe zu schaffen, dass ich mit meinem Auto nach Hause komme. Ich nehme eine der Stange, das ist eine Bambusstange, und dann fährt das Auto nicht. Oh, ja. Ja, ja. Hey, wo? Wie viele Kilometer? Bis wohin wollen Sie jetzt? Ist egal. Also das ist egal, einfach ein bisschen weiter, nicht? Gut. Yes? Gut. Ja. Alle, ja. Gut? Ja, ja. Gut. Wir müssen nicht so schnell fahren. Ich muss einhängen zuerst, gell? So. Halt! Sie sind runtergefallen. Einhängen. Können Sie vielleicht mal das einhängen? Ja, danke schön. Ja. Hier, ja, schön einhängen, ja. Die Bahn? Ja, Sie müssen. Jetzt müssen, ja, ich bin, jetzt müssen Sie nochmals einhängen, nochmals. Ja, schön einhängen. Wunderbar. Ja, schön hängen, ja. Gut. Jetzt ist gut, ja, gut. Können Sie mal versuchen, ja, gut. Ja, ich mache das. Ja, gut. Gut, ja, danke schön. Meine Damen und Herren, machen Sie keinen Versuch im Fahrradschlepp und schon gar nicht auf der Autobahn. Sie wissen ja, das ist verboten, aber ich möchte mich jetzt von Ihnen verabschieden und zwar mit der empfohlenen Richtgeschwindigkeit von 130. Auf Wiedersehen! Thank you.